Leute, wir sitzen mal schon wieder drin, Alter. Kaum eingesteckt, schon wieder rausgezogen. Aber es ist auch Nacht, atomare Fallout. Wow. Gut, ach ja, hatten wir nicht geschlafen? Nee, ja, wollten wir, aber ist ja egal. Jetzt läuft ja weiter. Stimmt, die Zeit läuft weiter. Das ist ja ein persistenter Server, Alter. Ja. Das sehen Sie? Ja. Aha. Oh, sieht gut aus. Der Fallout strahlt einem schon derb in die Kauleiste. Ins Genick. Ins Genick, ja. Wir wollten einen Tunneleingang bauen in die Wandfräsen. Ja, wir wollten ja doch drüben bei den Eiterpickeln wollten wir das machen. Ja? Dann, ja? Okay. So, sollen wir denn irgendwie was mitnehmen oder was? Ich würde fast sagen, Werkzeuge. Und die Betten, aber erstmal vielleicht nicht. Aber dann. Doch. Naja, willst du gleich nicht die mitnehmen? Hast du Platz? Warte mal, nein. Wir brauchen erstmal noch Holz für Werkzeuge. Und Essen. Oder nehmen wir gleich alles mit von hier, die Kiste und so, also die Workbench. Essen. Ja, dann nimm dir doch das Essen mit. Essen haben wir ja. Da ist er. Oh ja, 19. Löwenzahn, was macht man denn mit dem Mohn? Alles noch gar nicht, ey. Stock. Es ist alles so fresh. Es ist alles so verstrahlt. Feuer ist alles. Es ist so schön strahlend verstrahlt. Strahlend neu. Ich nehme jetzt hier einfach mal alles mit, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Granit, Erde. Na warte, dann nehme ich die Kisten mit. Les Chest. So. Ja, Les Chest nehme ich Mest. Betten habe ich. Gut, brav ist er. Kann ich die Stapel? Lassen wir das Licht hier brennen, so als Orientation Points. Haben wir da noch Licht zum Anmachen also irgendwo? Ich habe noch Rohlicht quasi. Nee, ich brauche noch Licht. Warte mal, dann nehme ich hier noch ein Licht mit. Eine Laterne, ja. Also ich habe noch so einen ungecrafteten, also Licht to go noch, also to craft. Licht to craft? Ja, Light to craft. Hier, warte, dann nehme ich den Furnanz auch mit. Ja, dann, na dann aber los. Ja, dann, ja, dann hauen sie um. So. Ich weiß gar nicht, was ich alles habe. Warte mal, ich habe eine Holzhacke, ich habe eine Steinspitzhacke. Das muss dann so wie bei Fallout Shelter, ne? Dass, wenn wir dann so einen Bunker haben, da dann so Leute mal angekrochen kommen, so, ich will rein. Ja. Und sagst so, nein! Nein. Oder ab in die Baracken Nachwuchszeugen, wenn es weibliche sind. Das ist so lustig bei Fallout Shelter, weil du immer nur am Vögeln bist mit irgendwelchen Fremden. Meine 60er, verstehst du? Ja, ja. Ich musste immer. Ich hab da bei meinem Shelter ein kleines Rassentrennungsproblem, wenn ich das so nenne. Rassentrennungsproblem? Ja. Macht jeder mit jeder, aber du kannst Geschwister nicht miteinander, ne? Ja, genau. Aber bei mir, na, ich meine, würdest du es sehen? Also, wenn jetzt wirklich Apokalypse Now wäre. Nee, aber das ist doch, wenn Inzucht ist doch dann, das führt doch zu Schäden und so. Also, ich weiß nicht. Ja, aber wenn du jetzt. Ja, ja, aber würdest du es nicht so als billigen, gehirnlosen Arbeitskraft? Ding dann, dass du sagst, okay, ich akzeptiere die Gehirnschäden für ein höheres Ziel der Fortpflanzung? Meinst du, es gibt grundsätzlich Gehirnschäden? Ich habe keine Ahnung, inwiefern, also man sagt ja immer, vielleicht ist das ja auch nur falsch, also ich weiß, wie der Genpool sich da vermischt, ob das dann wirklich so ist oder ob man das nur einfach nicht machen soll. Wo bist du denn? Ich habe hier unten gecoalt. Ordentlich ja, gecoalt. Lass mal weitergehen. Was weiter noch, aber hier ist der geile Glubberblöbel-Dümmel. Nee, ich will auf die. Wir müssen ja so, dass wir, wie ich gesagt habe, dass wir. Du wolltest doch aber im Ding hier rein. Wow. Also auf. Wow. Wow. Wow, was ist. Oh Gott! Ein Riders-Dingens. Was ist mit ihm los? Was hat er denn? Ugh, was ist das? Boah, kein Sound, Alter. Das ist aber kein Raider. Nee, das ist ein ganz kaputter. Ja, Alter. Ja, hast du gut gemacht, Vicky. Ja. Oben ist auch was, oben ist ein Hase oder so. Ja, egal. Ja, das ist ein Hase. Du wolltest doch so hier Parterre quasi rein. Ja, aber nicht auf dem Wasser. Also müssen wir mal auf anderen Seiten gucken. Aber oder? Das ist doch geil, dann können wir uns über das Wasser so eine Einbauplattform bauen. Achso, ja, auf die andere Seite. Oder da vorne, da ist ein großer Hügel. Oder vorne auf der Seite ist ein Bornholmer Hügel. Ich guck mal auf die andere Seite. Das ist hier noch nicht so optimal gelöst. Gut. Oh, guck mal, was da vorne. Was ist denn das da vorne? Das meine ich ja. Da hinten, da kommt das da raus. Die Formations in the Sky Building. Sieht das hier eigentlich aus? Sieht ja total eckig aus. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier eigentlich für eine komische? Was ist denn los mit dieser Welt? Das ist Wasser. Das soll ein Wasserfall darstellen. Ich habe gelesen in den Commentaries, dass Diorit und der ganze andere Kaschnummel überhaupt für nichts gut sein soll. Ah. Gay. Geil, das einzuführen, ne? Wenn das einzuführen.
Hier ist aber Wasser. Noch. Guck mal, das ist der Wasserfall und dann kann man. Noch ein bisschen. Ja, ich will mal gucken, was da. Ich will mir das mal. Aber so ein natürlicher Wasserfall wäre dann, um eine Plantage dann innen zu betreiben. Ja, das ist schon. Ich, guck mal hier oben. Hier oben, glaube ich, ist das. Wie ich mir das vorstelle. Ja, 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 ja. Oh, da hinten, da rechts ist doch auch nochmal so eine Formation in der Crisis. Da rechts, da so ein. So da ein, hinten, so ein, das, ne? Ja, das ist so, so hoch da steht. Das, wo da so aus dem Boden rauswächst, ne? So. Bin ich richtig, ja? Ja, das meine ich, genau. Das sieht gut aus, warte mal. Noch ein Stückchen weiter nach vorne. Ich habe mal gehustet, hast du gehört? Ich habe gehört, da ist ein Räusperchen rausge... Hier, so habe ich mir das vorgestellt, guck mal. Parterre, Parterre de Leere. Katsching. Was denn das für Viecher, ey? Was ist denn, was ist denn, was ist denn das für ein... Hühner auf Death. Oh Gott, das sind so Fallout. Was ist los mit euch? Stirb! Das sind irgendwelche solche Bienen, Alter, aus Fallout 3. Kennst du ihn? Ja, ja, ja. Fallout 3 Bienen? Fallout 3 Bienen, so wie sie harter gibt. Okay, das sieht ganz. Ich guck nochmal ganz kurz mich um, da ist wieder Wasser da unten, ne? Aber hast du da rechts den crazy Pilz gesehen? Ja, da will ich nicht hin. Pilze sind auch nicht so cool. Pilze sind schon so ein bisschen gay, ne? Ich würde schon sagen, dass wir das hier angehen. Hier. Aber dass wir uns hier auf dieser Ebene ein schönes, hier so ein Eingang zimmern und dann da in den Berg reingehen oder tiefer hier noch. So, genau, hier so in den Berg rein, oder nicht? Meinst du nicht? Ja, können wir schon, aber das hat oder nicht... Mal, so wir können noch kurz gucken, es ist noch hell. Nee, aber wenn wir hier ein bisschen tiefer gehen... Guck mal hier, einfach. Das sieht doch perfekt, guck mal. Das sieht perfekt aus, das ist schon... naturell vorgearbeitet. Zwar ist ein bisschen Wasser, ein bisschen mal dicht machen, aber guck mal, okay. Das ist schon richtig, als ob da jetzt da im Tunnel ein Berg rein und da... Wie so ein Staudamm hier, so richtig rundlich und dann kannst du da direkt unten rein. Und da willst du unten in die Erde rein? Genau, in der Erde. Ich guck mal oben, nicht, dass das hier einfach nur ein Loch ist. Nein, auf der anderen Seite... Oh Gott, das ist eine Kuh, die hat 8 Augen. What? Ja, what? What? Ich hab sie getötet. Okay, Diorit soll für nichts gut sein. Also, das ist eine sehr. Also, wir können da unten reingraben, da ist quasi kein. Ist nicht ein Loch, sondern da ist. Das ist eine gute Idee. Ja, wir können uns ja sogar noch Wasser denn hier gleich. Dann würde ich nicht ganz so zumachen. Nein, Wasser ist wichtig. Das ist geil hier. Das ist schon eine super gute Sache. Oh, und hier ist. Boah, hast du hier schon mal runtergeguckt? Nee. Da ist ganz schön unheimlich da unten. So. Hä? Das für ein Sound, Alter. Ich weiß nicht, ich hatte keinen crazy Sound. Erschreckt mein Hund, setzt sich einmal auf meine Füße. Wow. Und erschreckt mich. Ja, das können wir ja noch dann hier benutzen. Ist so ein Exploren-Dings. Ja, da machen wir einfach eine nukleare Abschussrampe draus. Ja, würde ich auch sagen. Da kommt die Rakete dann raus. Für die Sowjets. Against the Sowjets. Against the Sowjets. So, und hier Nuclear Missiles. Ja. Missiles. Wow. Are you being attacked? Or what is heck? Nee, aber er war hier schon wieder am Start. Wer? Der Raider. Nee, ich weiß nicht, wer es war. Oder so ein Strahlenender. Wie hieß der? Ja. Also sollen wir hier jetzt mal so einfach... Wie rein. Breit hättest du gerne den Eingang? Le Tou oder Tou? Ja, schon. Moment, ich lege das mal. Ja, wir müssen ja gucken, dass wir das auch später mit so einer automatisierten... Oder Trois. Fünf breit. Fünf. Wie das der gemeine Amerikaner sagen würde. Ja, richtig. Der gediegene Amerikaner sagt, let's take this fünf. Fünf. So, ich hab auch noch Holz. So, hier, jetzt wären das 5? Nein, ich weiß nicht. Das sind 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4. 4, wir brauchen 4. Moment. Holen Sie nochmal 4 aus dem Lager. Stimmt das so, wie wir das jetzt gemacht haben? Ich weiß nicht, aber 5 ist schon ganz schön mächtiger, dicker. Ja, ja, lass ruhig. Das muss ja noch rundlich werden, weißt du? Ah. Eigentlich muss es ja ein rundes Gate muss es ja geben. Ah, ja. Aber erstmal rein und dann können wir immer noch ein rundes machen. Wow, why are you going so deep in? Ja, ich baue hier Ding hin. Ich baue hier Cobblestone. Oh, damn. That Cobblestone ist so cobble-mäßig. Buddel, Alter, buddel, wir müssen rein. Ja, yeah, I buddel myself inside this.
Ich mache erstmal so ein 2x2. Puddel, Junge. Dann puddeln wir den. Wow, da war schon ein crazy Geräusch. Irgendwas war da crazyes. Irgendwas. Ja, ja, ja. Ich weiß. Das ist ja auch der Bunker. Mit Madness. Mit Intention, uns Ärger zu machen. Ich hab doch. Hatte ich nicht mal irgendwo so ein Lichtdingenskirchens? Da, Fackel. Fackel. Rein und. Katsching, katsching. Das ist so cool, Alter, mit dem Geld. Ja. Das sind alles Kronkorken. Wenn ihr wissen wollt, Leute, wie das Texture Pack heißt, habe ich auf meiner Seite. Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal vorbeiklicken. Da habe ich es reingepackt mit Link und allem drum und dran. Check das mal aus. Check das mal aus. Geh mal auf die Seite. Genau. Kauf mein Haus. Macht mal, lasst mal, klick mal auf die Werbung auf der Seite. Klick mal drauf, dann wäre ich reich. Ja. Dann kaufe ich Minecraft. Und Nitrado. Und alles. Und Gronk. Und Gronk.de. Genau. Kaufe ich. Müssen nur genügend auf die Werbung klicken, Mann. Mach doch jetzt endlich mal. Du willst das gar nicht. Ich krieg auch schon den ganzen Tag. Ja. So. Schön, guck mal, da ist noch der ein oder andere Erdhügel, hat sich hier noch in den einen. Das ist gar keine Erde, oder? Was ist denn das? Diamant. Doch, das ist auch Stein hier. Also eine Art von Stein. So. Da sind wir aber schon ganz schön tief drin. Hier. Oder sind wir noch nicht tief genug? Ich höre die ganze Zeit ganz mysteriöse Geräusche. Ja, ja, ich höre das auch die ganze Zeit. Das müssen wir irgendwie. Wir brauchen hier Schallschutz. Ja. Das ist gar keine Erde. Nein, das ist so ein komischer, weiß ich nicht, was für ein nukleares Material das wieder ist. Alter, was zum Teufel, was haben wir hier für Blöcke, Junge? Was sind das für Blöcke? Diese komischen, nachradioaktiven Arten. Hast du gar keinen Hunger? Nö, ich bin voll. Und brüssel nicht hier alles auf den schönen neuen Gang. Gut. Da schmatzt er sich hier die Postapokalypse aus dem Rachenraum. Aus dem Raum. So. Ja, freust du dich auf Fallout 4 eigentlich? Ja, ich bin etwas angehypt. Oh Gott! Oh, 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 oh! You hurt in my face. Wow. Oh Gott, ist das gruselig. Durch das, was wir hier tun und durch natürlich Fallout Shelter, habe ich extrem Bock so auf Looten und Leveln und Zeug sammeln. Und vor allem, weil man dann da so bauen kann und sowas. Und das ist schon geil. Ja. Oh Gott, oh what the fuck. Ich werde attackiert. Ich werde angegriffen. Was sind das für Viecher? Was sind das für Schaben? What the hell? Was ist da los? Wieso kommt das immer mehr? Oh, da kommt mehr. Oder komm her. Mach die weg. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh what the fuck. Ey, ich will nicht mehr spielen. Ich will nicht mehr spielen. Hast du den Sound gehört? Ja. Ich höre da noch mehr davon. Ich höre da noch mehr. Kommen die durch die Decke, Schlitze oder da. Was? Ich weiß nicht, wo die durchkommen. Ich habe da anscheinend gerade irgendwas geöffnet. Ein Portal so zur Unterwelt. Also sie sind auf jeden Fall irgendwo über uns oder unter uns oder. Alter, Leute, Alter. Was denn? Oh Gott. Also irgendwo sind sie. Die laufen auch. Hörst du sie laufen? Hörst du sie? Die in den Wänden. Ja. Oh Gott. Ja, die haben wie Kakerlaken. Ich bin auch so jemand, ich hätte übelst Angst vor Kakerlaken, wenn du mal eine. Stell dir vor, du findest eine Kakerlake in deiner Wohnung. Ja, eine nur, ne? Dann würde ich ausrasten. Ja, ganzes Haus abreißen. Ich hätte so Panik, weil es heißt jetzt so, auf jede Kakerlake, die man sieht, kommen irgendwie 100, die man nicht sieht. Ja. Ah. Und dann nachts, und dann schläfst du. Und dann kommen sie. Da mal, und dann gesehen, kommen Alter. Sie. Ja, ich hab letztens so eine Doku und gesehen. Essen dein Gesicht. Ich mache hier den ersten Raum erstmal. Oh. Oh, ich höre die doch überall. Ja. Geht doch mal ab, ey. Geht mal auf Seite. Oh, normal ist das aber nicht. Sind die neu? Ach, ich hab keine Ahnung. Ich Alter, wie viele das waren? Ja. Das ist wirklich wie bei dem Mumie, weißt du, wo die ganzen Skarabäen da kommen. War. Das sind, wie heißen das Skarabäen, ne? Ja, 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 ja. Ja. Oder wie bei Indiana Jones, als er da in diesem Tempel, dessen der Boden lebt. Ja, war. Ja, wie viel und so viel. Das ist ja bei diesen Fledermaushöhlen so, dass ich da 10 Millionen, aber Milliarden. 12 sich, Ja.
Insekten am Boden sich von dem Guana der... Genau, dem Guana der Fledermäuse ernähren. Ja. Kein Witz, Mann. Es ist so. So, ich brauche mal eine neue Axt. Ja, deswegen kriegst du hier diesen. Den Gerät. Und da der Gerät, ich leg da nochmal Holz rein, ja. Da Stein, Bruchstein, Sand. Dann kommt jetzt erstmal wieder alles rein hier. Alles, was wir so abgebödelt haben. Puh. Was hab ich denn da eingesammelt? Ah, rohes Hähnchen. Ah, okay. So, okay, weiter geht's. Hast du dir schon was gecraftet? Ja, eine Axt. Spitzhacke. Aha. Oh, die machen mich wahnsinnig, die Viecher, Alter. Ja, ne, das ist echt... Dieses Krabbeln in den Wänden, Alter, das ist ja wie in USA Termitenhügel. Ich glaube, mittlerweile machen sie das auch, das ist, ich glaube, die Tornados im mittleren Westen der USA sind, glaube ich, organisierte Insektenvernichtungswaffen. Also das kommt eigentlich von den... Das ist vom Staat? Ja, genau. Ich glaube, das ist Absicht, dass sie die Häuser dann alle platt machen, weil... Ist das so Krämpfe effektiv, ja? Sind, ja. Okay. Ich habe letztens den Film gesehen, San Andreas, kennst du den? Ja, nee. Mit The Rock? Ja, ich kenne den, habe ich aber nicht gesehen. Hast du geguckt? Und? Total patriotisch. Aber schon, oder? Übel. Am Ende, die ganz Los Angeles und San Francisco ist voll im Arsch. Und dann dreht auf einmal so an der Golden Gate Bridge. So, zum Schluss so, weißt du, sie stehen so auf diesem Hügel und gucken auf die Golden Gate Bridge. Die Golden Gate Bridge. Da schauen sie so drauf und umarmen sich. Und dann sehen sie, dass sich eine... US-Flagge dann so langsam öffnet. Und dann sagt sie, was machen wir jetzt? Und dann sagt The Rock, wir bauen was Neues auf. Dann dachte ich so, ihr seid so scheiße. Ihr baut irgendwas auf. Ihr seid so scheiß Stereo, Alter. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Ja, wenn es so offensichtlich ist, dann ist es auch dann teilweise peinlich, finde ich. Ja. Ja. Ne, oder? Ja, aber das können ja so amerikanische Blockbuster ganz gut. Ja. So richtig stereotypisch. Oder? Das ist... Wir bauen was Neues auf. Alles ist im Argen, alles ist kaputt, die Welt stirbt. Aber The Rock baut was Neues auf. Mit seinen stahlharten amerikanischen Muskeln. Weil auch gerade er, ja. The Rock. Ja, groß ist er ja. Er kann mich hier rumheben. Sau lustig. Hier, Rock, trag das mal hier. Da uns ist was. Also, da, ich glaube, hinter der Wand. Ich höre mal, ob da was ist. Ja, ich höre da was. Genau, brauchst du dieses Hörgerät, diese Hörmuschel, die sie früher mal hatten. Ja, einfach ein Glas an die Wand heben. Oder so, ja. Hast du ein Glas? Nein. Wie es weitergeht, Leute, morgen, nächste Folge. Okay. Oder morgen, je nachdem. Wann es geht. Wann es geht. Ciao. Ciao.